Brüder und Schwestern in Christus, heute, das heutige Evangelium ist einer der wichtigen Texte für die Theologie. Hier gründet auch der Petrusdienst, also hier hat er seine Wurzeln und auch die Dogmatik beschäftigt sich sehr genau mit dieser Stelle. Wir werden das nicht machen, das ist für mich schon zu kompliziert, für euch vielleicht nicht, aber ich finde es nicht so interessant. Also diese dogmatischen Sachen, das braucht man nicht unbedingt. Aber ich frage mich, warum Jesus Petrus auserwählt hat für diesen Dienst. Warum hat er es getan? Also er hatte schlechte Voraussetzungen. Ja, ein Fischer, ja, der hatte sicher einige Leute unter sich, also irgendwelche Leitungsqualitäten hat er gehabt. Aber nicht besonders, weil wenn wir die Evangelien lesen, wenn Petrus fischen geht, fängt er meistens nichts. Also ein besonders guter Fischer war er auch nicht. Noch mehr, also ein paar Zeilen weiter, nach dieser Erwählung durch Jesus, verrät Petrus ihn auf eine ganz schändliche Weise. Und Jesus wusste, wie Petrus ist. Er konnte in seinem Herzen ja lesen. Er wusste, wie schwach er ist. Dass er ihn verraten wird, das weiß ich nicht. Jesus spricht davon, aber er hat es vielleicht geahnt, dass es so kommen wird. Aber sicher gehofft, dass Petrus standhaft bleibt, ist er nicht. Und Jesus wählt trotzdem diesen Menschen. Warum? Das ist eine sehr wichtige Frage, die auch mit meinem und deinem Leben viel zu tun hat. Warum gibt Gott manchen Menschen mehr in die Hände und den anderen weniger? Obwohl, wenn man auf manche Menschen schaut, man weiß, dass es schief gehen wird. Warum haben manche Menschen hier, also auf der Erde, so viel Macht? Und die sind ungeeignet, diese Macht auszuüben. Wären die meisten geeignet, die Macht in der Hand haben, gäbe es keine Kriege, keinen Hunger und so weiter und so fort. Warum lässt Gott sowas zu? Ich habe heute eine kurze Betrachtung gelesen und da stand es, Gott duldet in uns Menschen manchmal, dass wir das, was wir in die Hände bekommen haben, nicht nach seinem Willen gebrauchen. Und wenn ich auf manche Christen schaue, dann ist es wirklich so, Gott duldet uns in mancher Hinsicht, weil wir, also frag dich selber, was du von Gott empfangen hast. Und wenn du ehrlich sein wirst, es ist nicht wenig. Du lebst in einem Land, in dem es seit 60 Jahren Frieden gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Du könntest auch in Irak leben. Bist hier. Das ist schon das Erste. Und dann alles, was du besitzt, was du hast an Freunden, an Lebensfreude und allem anderen, das hast du von ihm bekommen. Wie viel von dem, was du hast, gebrauchst du so, dass du sagen kannst, ich mach's gut, ich mach's so, wie es sein sollte. Wenn jemand das behaupten kann, selig ist er oder sie. Kann sein, also kann sein, dass es solche Menschen gibt. Ich bin noch keinem begegnet, um ehrlich zu sein. Und es ist einfach in der Kirche das zu sehen an manchen Beispielen. Wir haben Bischöfe, na, Pfarrer gibt es auch. Wir haben einen Papst, der ist jetzt halbwegs angenehm, weil er so nett ist und so weiter. Der Benedikt, wenn man ihn angeschaut hat, na, ein strenges Gesicht, noch dazu ein Deutscher, also den mag man nicht gleich auf Anhieb. Und Franziskus ist ganz nett und so. Ist nicht so schwierig, ihn zu mögen und ihn zu akzeptieren. Aber ihn mögen auch nicht alle.
Wenn man sich, sucht ihr einen Kirchenherrn sozusagen, einen, der irgendwas zu sagen hat in der Kirche aus, den du nicht magst, und frag dich, warum hat Gott in seine Hände diese Leitungsaufgabe gelegt? Und du findest keine Antwort. Es gibt eine, aber die ist nicht wirklich befriedigend. Gott hat es getan, weil er es so wollte. Ich frage mich auch manchmal, also die letzten Jahre geht es schon, aber früher bei meinen Vorgesetzten, warum ist dieser Depp mein Vorgesetzter? Der ist dümmer als ich und der hat keine Leitungsqualitäten. Der kann nicht. Ich sehe das. Er sieht es auch. Und trotzdem sagt er nicht, also ich gebe auf, ich mache weiter, weiter, weiter. Und es geht bergab, bergab, bergab. Ich bin auch manchmal so. Kann auch nicht alles. Und die einzige Aufgabe ist, also die einzige Antwort ist, Gott wollte ihm diese Möglichkeit geben, dieses Amt auszuüben, weil er ihm etwas gesehen hat, was ich nicht sehen kann. Kann sein, dass ich mich irre. Kann sein, dass du dich irrst in einem Menschen, in deiner Beurteilung dessen, wie er ist. Wenn man unseren Bischof Klaus nimmt, der ist sehr unauffällig. Wie er zum Bischof in Vorarlberg gewählt wurde, da haben Leute, sind sie, glaube ich, vors Ordinariat gegangen, von dem Bischofssitz, haben schwarze Ballons hochgehen lassen. Als Trauer, so ein Mann, wie kann das sein? Ich kenne zwar nicht viele Bischöfe, aber ich kann euch sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung nutzt er vielleicht nicht alle seine Möglichkeiten, aber die meisten, die er hat, um dem Volk hier in unserer Diözese gut zu dienen. Ich habe einen großen Respekt vor ihm, nicht nur deswegen, weil er mich halbwegs mag, kann ich schon sagen, aber weil ich ihn ein bisschen kenne. Ich kenne seine Art, ich weiß, wie er sich um die Menschen hier sorgt. Und ein Bischof kann auch nicht alles ändern. Das geht nicht. Also Gott hat Petrus diese Aufgabe gegeben, nicht weil er so toll war, weil er so stark war, weil er war sehr laut, er ist immer der Erste gewesen, sondern weil er in sein Herz geschaut hat und hat gesagt, okay, wir machen das. Hoffentlich schaffst du das. Und das ist eine große Einladung für uns alle, auch in der Pfarrgemeinde. Wie ich gekommen bin, gab es sehr viele, die in der Pfarre mitgearbeitet haben. Die haben sich aus verschiedenen Gründen dann verabschiedet. Manche konnten mich einfach nicht ertragen, kann ich verstehen, bin auch kein einfacher Mensch. Man muss mich nicht mögen, ich kann damit leben. Manche konnten einfach nicht mehr weiter oder haben gesagt, das reicht jetzt, ich habe mich genug da vorausgehabt für die Pfarre. Sind wieder neue gekommen, die haben gesagt, ja, ich möchte meine Talente einsetzen, so wie ich kann, mit all meiner Schwäche und meinen Unzulänglichkeiten. Und ich schätze vor allem diese Menschen sehr, die einfach unkompliziert das tun, was sie für richtig halten. Ob es mir angenehm ist oder nicht, ist eine andere Sache, aber die aus der Überzeugung heraus für die Sache Gottes eintreten. Seien es Kleinigkeiten, es sind meistens kleine Sachen. Ich spreche davon, weil ich in einem Monat von diesem Amt hier entbunden werde, sein werde. Ich muss sagen, dass ich habe gemischte Gefühle dabei, aber gut, so ist das Leben. Und für die nächste Zeit, es wird wieder Veränderungen geben. Nicht alle werden meine Nachfolge mögen. Wieder kommt ein bisschen Bewegung in der Pfarre, was nicht schlecht ist. Schaut, ob ihr dann eure Talente da einsetzen könnt. Nicht für den Pfarrer,
der wird in ein paar Jahren auch wieder gehen. Vielleicht bleibt er länger, hoffentlich. Ich hoffe das für euch, dass er ein bisschen länger da ist. Aber nicht für ihn, sondern für Gott. Weil er derjenige ist, der dir all das anvertraut hat, was du in deinem Leben bekommen hast. Nutze es aus. Wenn nicht in der Pfarre, woanders. Wir haben so viele Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Und heute spricht Gott zu uns ein klares Wort. Dich wähle ich aus. Sei du jetzt mein Petrus, obwohl ich weiß, wie du bist. Obwohl ich dein Herz kenne. Sei du, wie er gewesen ist. Vertraue mich dir ganz an. Das hat Petrus gemacht. Ihn zeichnete nur eines aus. Er war bereit, Jesus zu folgen, was auch passiert. Das war ein Strohfeuer bei ihm immer. Also nach einiger Zeit hat er Jesus immer gelassen. Aber Jesus ist zu ihm gekommen, hat gefragt, kommst du mit mir? Und hat immer wieder gesagt, ja, ich gehe mit dir. Und hat versucht, neu anzufangen. Versucht, auf sein Leben zu schauen, das des Petrus. Und dann werdet ihr erkennen, Gott erwählt uns nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er es will und er uns vertraut, dass wir diese Möglichkeiten, die wir haben, für eine gute Sache nutzen werden. Wo uns das gelingt, sind wir selig. Wo uns das nicht gelingt, da sind wir noch auf dem Weg.